Du bist ein Badewannensänger? Du nicht. Aha. Wenn man so eine Serie macht, dann ist das der A-Plan. Mhm. Und im Gegensatz dazu ist, glaube ich, in unserem Beruf der Plan B, ganz viele kleine Plan B-chen zu haben. Gibt es jemanden, den du vermisst hast jetzt, der irgendwie ausgestiegen ist aus der Serie, zu dem du den guten Kontakt hattest? Ja, also ich hatte einen guten Kontakt zu meinem älteren Bruder. Kam vielleicht auf dem Bildschirm nicht so rüber, aber doch, den Christoph Mori, mit dem, da gibt es viele Leute, die rausgegangen sind. Ach Gott, das ist jetzt auch schon wieder, Mensch, das ist jetzt schon wieder ein Vierteljahr her, ne, dass wir abgedreht sind, und dann sind viele auch vorher schon rausgetröpfelt. Ach, da gibt es viele, Diane Willems, Melanie Kogler, alle, die sie so peu à peu aussortiert haben, Christoph Kottenkamp. Das sind alles nette Kollegen, definitiv. Das war ein Hammer-Team, mit dem wir da drehen durften. Wie sieht's aus, wenn die Serie doch nicht weiterlaufen wollte? Hast du da schon irgendwie einen Plan B in der Tasche? Was heißt Plan B? Sagen wir so, wenn man so eine Serie macht, dann ist das der A-Plan. Mhm. Und im Gegensatz dazu ist, glaube ich, in unserem Beruf der Plan B, ganz viele kleine Plan B-chen zu haben. Und das ist sowieso schon der Fall. Also man macht jetzt schon andere Sachen. Und es ist jetzt wieder mehr so der Beruf, ich ihn kenne und auch liebe. Mal hier, mal da, mal da, mal da. Was sind das für andere Sachen? Theater oder? Theater. Dann sind so ein paar Sachen so. Man sagt es immer so, aber diesmal ist es wirklich so im Feuer. Die Eisen. Ne? Will ich noch nicht drüber reden. aber auch nur, weil ich mich dann selber blöd fühlen würde, wenn es wieder nicht klappt. Das stimmt. Nö, ist hauptsächlich jetzt Theater und gucken. Ne? Kleine Projekte mit Leuten, unentgeltlich. Einfach mal ein bisschen mehr wieder auch so spielen zu können, wie man gerne das hätte. Andere singen ja dann ganz gerne. Hast du auch so diesen Faible, dass du überlegst, vielleicht mal eine Platte aufzunehmen? Nö, ich fröne diesem Hobby ab 20. Mai hier in Köln im kleinen süßen Theater, wo wir nochmal das Rössel geben werden. Und da kommt man ja so, Operette, da kommt man ja sowieso zum Singen. Also von daher mache ich das. Ich singe auch so ganz gerne doch. Aber, bist du auch so ein Badewannensänger wie ich? Du bist ein Badewannensänger? Du nicht. Aha. Nö, in der Badewanne, glaube ich, nee, da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Aber doch, ich singe oft in Situationen, wo es mir dann 2 Sekunden später auffällt, dass ich singe. Und doch, ich singe gern. Ja, ich auch so im Auto, wenn man an der Ampel steht, ist es unangenehm, wenn man gerade beobachtet wird. Ja, und was ist das so für eine Richtung? Ach so, alles, was gerade im Radio läuft, von den 80ern bis Britney Spears oder hier Nena. Uh-huh. Ja, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber... Was singst du denn so? Ich singe Soul. Soul? Ja, das spricht mich total an. Ich kann es zwar nicht, aber ich finde das, wie der Name auch schon sagt, es kommt von ganz da innen. Ne? Ja. Gut, bedanke ich mich. Ich mich auch. Florian Wünsche sehen wir beim Partyprinz. Hast du sie jetzt unter Kontrolle, die Tanja? Nö, das nicht, aber das hält sie auch lebendig, nicht wahr? Ich habe mich am Anfang selbst geguckt, ich kann es nicht gut. Also beim Theater ist es halt so, da kann man das halt nicht, und dann macht das Fernsehen und dann, ich kann es nicht so gut. Ich freue mich auf euch. Schaltet ein und gebt uns einen Daumen hoch. Beim Partyprinzen. Wenn ich als Miriam bei irgendwas aufgeregt bin, dann denk dir einfach, du bist Tanja, dann kriegst du das hin. Ich konnte dich einfach nicht leiden. Das wird bestimmt hart, ich würde keiner mögen und die werden dich dissen. Haben sie auch gemacht? Jetzt ist Ende. Ksch, ihr könnt ausschalten. Ksch, geht. Ich weiß überhaupt, was ist denn dieser Partyprinz? Das bin ich. Du bist der Partyprinz. Ja.